Benefizturnier des FC Klausen und den Jusos Remscheid in der Sporthalle Lüttringhausen. Carsten Balke vom FC Klausen. Wie viele Teilnehmer haben wir denn heute hier im Turnier? 13 Mannschaften nehmen dieses Jahr am Turnier teil. Und ja, es wächst von nächstem von Jahr zu Jahr. Und wie ist so das spielerische Niveau? Denn es ist ja ein Hobbyturnier. Oh ja, Hobby ist richtig, aber das Niveau ist noch mal höher als im letzten Jahr. Es sind viele Vereinsspieler dabei, mittlerweile, die in den Teams sich organisiert haben. Und das merkt man auch im Spielerischen. Das Niveau wird immer stärker. Ja, und das ist die wievielte Auflage jetzt? Das entwickelt sich so langsam zur Tradition. Richtig, die dritte Auflage. Und da kann man schon so langsam von Tradition sprechen. Und ja, es wird. Das finde ich gut. Und die Halle ist voll. Ich danke dir schon mal. Und wir gehen jetzt zu den Jusos Remscheid. Daniel Pilz von den Jusos. Ja, ihr seid nicht nur Mitveranstalter, sondern spielt auch traditionell selber mit. Ja, wir haben wieder ein Team gestellt. Traditionell sind wir eigentlich auch immer sehr unerfolgreich, weil wir uns um andere Dinge kümmern müssen, organisatorische Art bei so einem Turnier. Aber wir konnten in diesem Turnier jetzt auch einen Erfolg feiern. Wir haben ein Spiel gewonnen, 1-0. Das ist für uns was Besonderes, aber der Fokus liegt natürlich weiterhin auf der Organisation. Ja, aber wenn man dann auf dem Platz steht, dann hat man doch immer auch so ein bisschen sportlichen Ehrgeiz, oder? Ja klar, man will gewinnen. Das ist, bringt der Fußball auch mit sich. Aber am Ende des Tages muss man sagen, dass wir, siehst ja auch ein bisschen an mir, wir sind durch die ganze Vorbereitung schon total platt. Und das ziehen wir auch noch bis in den Abend durch. Aber bleiben natürlich mit unserer Mannschaft auch gleichzeitig dabei. Was könnt ihr hier noch anbieten neben dem eigentlichen Sport? Ja, das übliche Programm. Bratwurst, Pommes, Popcorn. Die Getränke gehen heute ganz gut bei dem wunderbaren Wetter. Draußen wird sich viel aufgehalten. Bierchen, das geht auch ganz gut. Da freuen wir uns richtig drüber, denn am Ende des Tages kommt das ja dem Ehrenamt in Remscheid zugute. Ja, dann danke ich dir. Und zum Fußball gehören natürlich auch immer die Schiedsrichter. Und zu denen sind wir jetzt auch einmal gegangen. Tim Klammer, du bist heute Schiedsrichter hier bei dem Turnier. Es ist ein Hobbyturnier, aber ein bisschen Disziplin gehört auch dazu, oder? Auf jeden Fall. Ich denke, ohne Disziplin, ohne Fairness, ohne Respekt untereinander geht es nicht, auch nicht bei einem Hobbyturnier. Und daher schon auch wichtig, dass auch bei so Turnieren Schiedsrichter vertreten sind, denke ich. Ja, und man hat relativ zu Beginn des Turniers gesehen, wie wichtig das auch ist, denn da gab es dann doch eine eher unschöne Situation. Genau, haben wir einen Spieler leider heute der Halle verweisen müssen. Foulspielsituation, Spieler kriegt von mir 2 Minuten, beleidigt mich danach. Daraufhin musste ich ihm die rote Karte zeigen. Ja, leider kam er nach der roten Karte zu mir und hat mich geschubst. Konnte nicht oder war nicht zugänglich da, dass man dann anständig mit ihm reden konnte. Haben ihn mehrmals aufgefordert, dann auch die Halle zu verlassen. Ging dann so weit, dass der Gerd Kirchhoff als Ordner sich darum kümmern musste, dass der junge Mann die Halle verlässt. Ja, das ist aber eigentlich auch eher ein trauriges Beispiel. Oder wie ist die Fairness beim Spiel heute? Genau, das war schon der grobe Ausreißer, muss man sagen. Die Jungs haben sich jetzt nicht so viel zu Schulden kommen lassen heute. Das Turnier läuft relativ fair. Klar ist das ein oder andere Spiel dabei, wo man sieht, die Jungs sind dann schon auch ehrgeizig, wenn sie auf der Platte stehen. Aber ist alles im Rahmen. Ja, dann danke ich dir für das Gespräch. Das also unsere Impressionen des Benefiz-Turniers des FC Klausen und den Jusos Remscheid.